Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe World of Tanks Spieler. Ich habe mir mal so gedacht, ich mache mal ein Tutorial, wie man Mods installiert. Weil heutzutage sind ja viele also vorgegebene Modpacks im Forum zu finden. Hier seht ihr da das Oldschool Pro Mod Pack oder das Papa Digis Mod Sound Pack und so weiter und so weiter. Es gibt auch noch Leute, die wollen sich Mods einzeln installieren. Das sind jetzt hier so Mods wie Jimbus. Also hier wie Jimbus Crosshair Mod und so weiter. Das ist jetzt hier so ein Mod fürs Visier und so weiter. Also ich bin auch so eine Person, die lieber die Mods einzeln installiert. Hier sowas ist das. Der die Mods lieber einzeln installiert und dachte mir daher mal, machst du mal ein Tutorial? Es gibt bestimmt noch Leute, die es nicht wissen, wie es geht. Ja. Was ich dazu vorbereitet habe, ist meine Mods. Ich hatte jetzt keine Lust, meine Mods jetzt komplett wegzuschmeißen und so. Also ich wollte nicht einfach so mal die Mods reinhauen, die gegeben sind, sondern jetzt ein anderes Zeugs, Dingsbums. Nein, was ich machen wollte, ist halt meine Mods installieren. Das ist halt CVM, Jimbus, Dingsbums und so weiter. Das zeige ich nochmal im Battle gleich. Ich habe das Ganze einmal hochgeladen und lade es jetzt hier runter. Das ist bei fallhorst.de. Eine ziemlich gute F Seite eigentlich. So, jetzt wird der Download vorbereitet. Und wir laden uns das Ganze einmal runter. So. So, und da haben wir das Ganze auch schon runtergeladen. Ich habe das Ganze jetzt in einer RAR gepackt gehabt. Kann jeder selbst entscheiden, wie er es will. Ich öffne es auch mal mit WinRAR. So, dann haben wir hier drin die 0.9.14.1, die Configs und die Mods. Was wir jetzt machen, ist einfach meinen Explorer öffnen und dann auf Dann gehen wir mal auf den Speicherort von World of Tanks. Das ist der bei mir der Daten D und dann hier World of Tanks. Für alle, die nicht wissen, wo euer Dingsbums ist, die können auf den Desktop gehen bei World of Tanks auf wo ist es jetzt? Dateifahrt öffnen. Hier bei World of Tanks auf Dateifahrt öffnen. Dann kommt ihr auch in denselben Ordner. So, dann geht ihr auf Resmods, wie hier gerade passiert, und hier ist der 0.9.14.1 Ordner, den wir auch hier haben. Nur bei mir hier sind die ganzen Dateien drin, Audio und so weiter. Und so weiter. Was wir jetzt machen, ist ja, der ist leer. Das Ganze hier blau markieren und einmal in dem Ordner hier rüberziehen dann. Und dann sehen wir auch ganz schnell. Mir fehlen zwei Sachen. Und da sind sie auch schon. Also es war eben nur ein Neuladefehler. Also hier sind jetzt die Sachen drin, die ich eben hier rüber gezogen habe. Und hier sind auch die alte Mods-Datei. Das ist eine alte Datei von mir. So, und dann haben wir hier noch die Config und die Mods. Die Config und die Mods-Datei ist sehr wichtig für CVM, was ich auch drin habe bei mir. Und nochmal für alle, die die CVM haben, die müssen hier, na geh mal weg. Die müssen hier extra auf CVM, modcvm.com gehen, sich dann hier einloggen. Europa-Server, ganz klar. Und dann müsst ihr auf Settings und hier könnt ihr auch noch die Winrate einschalten und so weiter. Player-Stats und so weiter, was ihr sehen wollt. Denn welches Rating ihr haben wollt und so weiter. Und ihr müsst dann noch auf Update Statistik oder Activate Service. Kann ich aber machen, habe ich aber schon gemacht. Also von daher bringt das nichts. Aber das könnt ihr machen dann. So, wenn ihr das gemacht habt, läuft bei euch auch CVM. Eingeloggt werdet ihr hier natürlich über den World of Tanks Server. Also nur eure World of Tanks Einlogdaten. Das ist aber meistens schon vorgegeben, wenn ihr bei World of Tanks angemeldet bleiben drin habt. So ist das Ganze dann geschehen. Dann können wir auch schon World of Tanks öffnen. Da wird wahrscheinlich jetzt mein Mod gleich überspringen, den Einlog-Prozess und so weiter. Dann mache ich das Ganze mal noch auf Fullbild. Ich habe dafür extra so ein Tool.
damit ich Vollbild haben kann im Fenstermodus. Ist ganz praktisch, wenn man Sachen macht. Gerade wenn man Mods konfiguriert und so weiter. So, und dann sieht man hier auch schon, der überspringt alles. Wunderbar, wunderbar. So, und wenn er das Ganze übersprungen hat, dann müssten wir auch schon. Dann landen wir auch wie erwartet in der Garage hier. Und hier sieht man sofort zwei Reihen Tankkarussell. Dann sieht man hier die Statistiken im Profil drinne. Moment mal. Ich glaube, ich habe die Mauszeiger nicht aktiviert. Mauszeiger anzeigen. Ich hoffe, es geht jetzt noch. So, ich hoffe, er zeigt jetzt den Mauszeiger an. So, und zwar hat er hier die Fahrten drinne. Was man hier lila erkennt beim Typ 59. Da ist unten die Effizienz drinne von dem Fahrzeug. Also WN8 Effizienz, wie man sich so halt mit dem Fahrzeug schlägt. Dann hat man noch die Winrate da oben hier in Blau drinne stehen. Und das Maß so gebadged. Also wenn man das noch nicht hat, dann ist hier zum Beispiel erste Klasse, hier zweite Klasse, hier auch erste Klasse. Hier ist gar keine Klasse, weil das Ding gar keine hat bei mir. Und so weiter. Master, Master, Master. Ne, das war kein Master hier bei mir. Aber es ist halt da so drin abgebildet. So. Also zwei Reihen. Dann sieht man hier, wie viele freie Plätze man noch hat und wie viel man allgemein hat. 43. Und dann können wir das Ganze auch mal in einer Teamübung ausprobieren, wie das Ganze denn da so aussieht. Es kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir in so ein Zufallsgefecht reinkommen, weil ich denke, das werde ich am Ende eh rausschneiden bis dahin. So, und jetzt haben wir auch schon ein Team gefunden, was uns denn jetzt mitnimmt. Hier kann man noch nichts viel sagen, außer dass hier im Wehrpass bei den Fahrzeugen halt die WN8 da drin steht und die Effizienz. Also 20 Effizienz und WN8 19, beziehungsweise 434 ist der lange Wert. Seine durchschnittliche Stufe ist 4,81, also mit diesem Tier fährt er. Und die Statistiken wurden das letzte Mal am 12.05. da aktualisiert. So, hier sieht man jetzt die Flaggen von, also wo die Leute herkommen. Und die Statistiken. 19k sind die Gefechte bei mir. 100, diese 1812 ist die WN8. Und die 55% ist die Winrate. Und oben, ganz oben ist die Siegchance und die aktuelle Siegchance. Das Ganze muss man sich aber selbst einstellen. So, und hier haben wir auch gleich im Vordergrund das Fahnenkreuz von Jimbos, was ich mir selbst auf eine ältere, also wo ich selbst ältere Configs und so weiter genommen habe. Man sieht hier, das Ding ist leicht transparent rot, wenn er nachlädt, und grün, sobald man nachgeladen hat. Ja, das war es soweit. Oben am Fensterbalken, sage ich schon, oben am. Hier, wo ist meine Maus? Achso, ich bin gar nicht im Bild. So. Hier oben, wo die Panzerzeichen sind, da haben wir jetzt den Hitpoints-Balken. Die Gegner haben 2600 Hitpoints und die anderen, also wir, die Grünen, haben 2880 Hitpoints. Wir haben drei Lights und ein Heavy. Also die Zeichen hier sind immer zwei Striche durch Heavy, ein Strich durch Medium und kein Strich Light. Arti ist immer viereckig und TD immer dreieckig. Dann haben wir hier oben noch eine gelbe 0 und eine hellblaue 0. Die gelbe 0 ist für Damage ausgeteilt und die blaue 0, vermute ich jetzt nur mal, ist, wie viele Schüsse man abgegeben hat oder wie viele Treffer man gemacht hat. So, dann hatte man eben schon leicht gesehen, den sechsten Sinn Mod, den hat man nur, wenn man den Skill sechsten Sinn hat. Den Skill sechsten Sinn kann man auswählen, wenn die Mannschaft 100% hat. Und das wollte ich jetzt einmal kurz ausprobieren. Ich wollte euch den nochmal zeigen, den sechsten Sinn. Das sechste Sinn-Icon. Dazu muss ich erstmal in der Lage sein zu fahren. So, also wir fahren kurz aus der Sichtweite von den Gegnern. Und dann wieder in Sichtweite. Dann müsste gleich der sechste Sinn-Mod über den Aim-Kreuz auftauchen. Was bei mir das blaue F war.
Ja, hier ist der sechste Sinnmod aufgetaucht. Das heißt, ich wurde gespottet. Der sechste Sinnmod wurde auch von mir in Cinema 4D erstellt und dann bearbeitet. So. Das war eigentlich alles zu meinem Modpack. Man hat hier oben noch einen Hitlog. Da kann man dann sehen, was man für Damage aufgeteilt hat. Ich mache das jetzt einfach mal kurz. So, jetzt sieht man hier oben T110E5 205 Damage. Also hier steht ja auch Gesamt 205. Also das hier, die weiße Zahl ist die gesamte Zahl und die gelbe Zahl ist die, mit dem letzten Treffer ausgeteilt wurde. Wenn man selbst einen Treffer kassiert, gibt es hier unten neben den Damage Panel hier die 950, ist mein Lebensdings, und hier hat man halt die 205, das ist der Damage, den man ausgeteilt hat, und hier ist noch ein Schaden abgewehrt, das ist hier neben den 205 mit der 0. Denn da hat man auch noch einen Hitlock, das heißt, wenn man getroffen wird. Was mache ich denn da? Wenn man getroffen wird, hat man hier 125 Damage, E, AMX, Elk, Bist. Also der hat mich getroffen und abgewehrt habe ich nicht. So, also, hier steht, ist halt der Damage-Log. Das ist nummeriert mit 1 bis runter halt. Da hat man hier oben am Rand noch die Flaggen zu sehen und so weiter. Das kann man aber auch wegklicken, indem man hier einfach nur die Panzernamen anzeigen lässt oder so. Sobald man mit der Maus rüber geht über die Namen, werden sie halt ausgeklappt. So. Ja, und das war's eigentlich. Das waren halt meine Mods, die ich so habe, zusammengestellt habe und konfiguriert habe. Dann sieht man, ich bin jetzt einfach rausgegangen, aber scheiß drauf. Hier ist noch die CVM-Info, das halt Update verfügbar und so weiter. Braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht. Und so weiter. Also das war's. Hier oben hab ich noch eine Ping-Anzeige in grün und gelb. Das grün heißt, ist ganz gut. Das gelb heißt, naja, normal. Und das rote heißt schlecht. Schlecht, einfach nur schlecht. So. CVM hat ja auch noch solche Lock-Dinger. Das heißt, wenn die aktiviert sind, kann man im Forschungsbaum nicht mehr aus Versehen hier raufdrücken und dann ist es gekauft mit Gold. Das haben sie halt ziemlich clever gemacht, weil man kommt ja schon öfters mal irgendwo rauf. Oder freie EP, wenn man das Schloss hier aktiviert hat, oben rechts. Dann sieht man hier zum Beispiel, hier ist es jetzt zu beim A20, den kann ich nicht erforschen oder T70. Und wenn ich das jetzt aufmache, das Schloss, dann kann ich A20 oder T70 erforschen. Ja, und das war's von mir. Ich hoffe, das kleine Tutorial hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt diesbezüglich, einfach in die Kommentare schreiben. Ich kann auch noch ein ausführlicheres machen, wenn ihr wollt. Wollt ihr meine Mods haben, knall ich euch diesen Link einfach in die Beschreibung rein und ihr installiert es so, wie ich es getan habe. Einfach reinklatschen, den Scheiß und gut ist. Das war's von mir und ich hoffe, euch hat's gefallen.